Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, heute in einer neuen Folge. Und in der gestrigen sind wir hier unten in die Rachni-Höhlen gegangen. Sind hier vor einem Raum geendet, der nach Ärger riecht. Genau, scheiße. Und ja, wir haben die Waffe gewechselt. Wir hatten letzte Mal andere Waffen noch dabei, also beziehungsweise ausgerüstet. Und aus weiser Voraussicht habe ich schon mal hier gewechselt wieder. Das Problem ist nur, dass diese scheiß feigen Schweine sich überall verkriechen müssen. Genauso wie diese Kannibalenhunde. Ja, aber diese Viecher kriegen echt sowas von wenig Schaden. Das ist echt nicht feierlich, ey. Heilige Axt. Ich kann ganz gerne da hinten schon mal auf die Viecher drauf gehen. Weil die können wir tatsächlich relativ gut verbrennen. Komm schon her. Rachni tot. Weiterhin Druck machen. Die scheinen wir erstmal erwischt zu haben. Alter, ich will da nicht weiter rein. Alter, ich nein. Nein. Ich weiß doch schon, was kommen wird, oder? Oh Mann, nein. Nein. Was haben wir hier? Hallo? Da blinkt doch was. Wieso blinkt da was in dieser Höhle? Könnte mir das mal einer sagen? Ich will das blinkende Etwas da vorne haben. Hallo? Super, können wir nicht dran. Irgendwas blinkt da, was ist das? Sowas macht mich doch wahnsinnig. Schön, dass es Waffe eigentlich keine Munition braucht. Deswegen kann man hier mal ein bisschen verschwenderisch ruhig mit sein. So, hier haben wir noch einen toten Kroganer. Unten bleiben, sie darf sie nicht anvisieren. Für den können wir nichts machen. Der Schildgenerator ist deaktiviert. Dann jetzt doch mal wieder auf die Rachni. Und Liera hat es mal wieder erwischt. Dann scheiß. Kannibale geht raus. Wo sind die nächsten? Wir rufen mal kurz vor. Oder auch eher nicht. Info-Umschalttaste. Nein, das. Wieso schieße ich jetzt nur? Ja, bei mir ist es die Leertaste tatsächlich. So. Okay. Unten ist noch so ein Scheißvieh. Das hat tatsächlich noch volles Leben. Wie bitteschön geht das? Wie geht das, dass das Viech noch volles Leben hat, ey? Ja, gut. Ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Ah, gut. Wir haben bis jetzt auch eigentlich so keine Verluste zu beklagen. So direkt hält sich noch im Rahmen. Weiß ich, warum die Scheißdinger alle tatsächlich kaputt mache, ich weiß es selber nicht so genau. Einfach nur, weil ich es hasse. Weil da auch irgendwelche komischen Viecher rausgekrabbelt kommen. Ja, komm, erstmal nachladen. So. Jetzt haben wir nämlich wieder Munition. Die Viecher warten tatsächlich so an den Felswänden. Genau, dass man die nicht direkt kriegen kann. So, gucken wir mal ganz kurz. Hier haben wir noch einen Reaper-Tech. Ja, 31.000 Credits. Dezent. Dezent, dezent, dezent. So, da vorne haben wir noch wesentlich... Alter, wie viele von diesen Eiern gibt es denn hier? Muss mal nachschlagen lassen. Spinne, wo? Spinne? Wo ist eine Spinne? Ich sehe keine Spinne. Ich will auch keine Spinnen sehen, ehrlich gesagt. So, Munition 100%. Alles klar, dann werden wir mal ganz kurz hier wieder durchbrezeln. Na, komm schon. Rachni leben auf toxischen Planeten. Es ist seltsam, sie in einer atembaren Atmosphäre zu finden. Die Reaper haben sie verändert. Sie sehen auf alle Fälle anders aus. Ja, definitiv. Wir könnten jetzt den Flammenwerfer wieder mitnehmen, aber ehrlich zu sein... Na komm, wir tun's mal. Wenn er hier so liegt, vielleicht hat er irgendeinen Nutzen. Alter, es ist so übel, wenn wir alle Waffen auf dem Rücken haben.
So, gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir hier? So ein Abgrund. Eine Menge Eier zum Abfackeln. Nicht wirklich viel. Alter, diese Scheißviecher. So. Und echt mehr Schuss, als ich gedacht hätte. Die züchten hier unten eine ganze Armee. Sie vermehren sich wie die Fliegen. Und dieser Ort ist gut versteckt. Es passt alles zusammen. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. So macht es zumindest den Anschein hier. Ja, ob es so ist, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall würden wir jetzt erstmal hier hochgehen. Und umdrehen. Ah, diese kleinen Mistviecher, die bemerken wir eigentlich ja gar nicht. So. Einmal drauf gebrezelt und dann sind die weg. Und Alter, das ist... Nein, nein, ich möchte irgendwie nicht weitergehen. Okay, da vorne sind die Krogane auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir sind jetzt auch mal wieder auf was Vernünftiges hier. Shepard, wir werden blockiert und überrannt. Beeilung, Shepard. Dezent. Und weg ist das Vieh. Na gut, okay, wir sollten mal weitergehen vielleicht. Funktioniert exakt genauso gut. Eigentlich wie der Flammenwerfer, um ehrlich zu sein. So, hier ist... Los! Ja, da kommen wir garantiert nicht so einfach hin, würde ich mal behaupten. Komm schon, so. Ziehen die Feigenpisser sich zurück. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Kroganer, bereit machen! Na, dann gehen wir mal freudig weiter, wenn der Guante die Stellung hält. Zumindest wollte er, genau. Der gibt uns Rückendeckung. Und dann werden wir mal hier freudig weitergehen. Achtung, noch mehr Eier. Ganz langsam. Hier langsam einfach platt machen, die Scheiße. Noch mehr Reaper Tech. Lohnt sich. So, wir. Enger Durchgang. Ja, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Da möchte ich jetzt durch. Ganz dringend. Ach komm, scheiß doch das drauf. Übrigens, der Flammenwerfer läuft noch. Der hat Feuer am Arsch, immer der Shepard. Dem brennt glatt die Rosette weg. Oh Mann, oh Mann. Ist immer noch an, nee, jetzt ist er aus. Was ist das? Oh Mann. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Verdammt! Diese scheiß Reaper. Okay, ich wechsle jetzt auf was Effektiveres. Wobei, solange wir den noch haben, haben wir ihn jetzt. Okay, Energieknoten. Hallo? Ich kann doch hier nirgendwo rüber, oder? Ach, da oben. Hallo? So, mach mal frei hier den Scheiß. Jetzt, der Hass fällt das aus. Komm, anfackeln, was geht hier? Bis das Ding leer ist. So, komm, das sind Husks, ne?
Das hilft da besser als eine ordentliche Schrotflinte. Ah, das war ein glatter Kopfschuss, würde ich mal behaupten. Du bist tot. Ja, aber helfen wir mal eben wieder auf die Beine hier. Komm, dann holen wir zuerst den Kannibalen. Ne? Schade, den wollte ich mir gerade krallen. Aber irgendwie war der Kollege bis dahin schon tot. Komm, gehen wir mal hier rum. Mal das Viech flankieren. Echt nicht mit der großen Waffe auf diese Scheißviecher zu schießen. Shepard, hier drüben. So, hier sind Flammenwerfer. Puh, ganz ehrlich, scheiß drauf, die Schrotflinte geht schneller. Los, wir müssen an diesen Barrieren. Da reicht ein Schuss nämlich locker aus. Da sind noch mehr dieser Energieknoten. Ja gut, da war ich nicht mehr schnell genug beim Nachladen. Was? Ich muss umkippen. So. Geht doch. Jetzt erfrisst deinen eigenen Kollegen wegen des Kampfes? Echt jetzt? Gott, sind die Viecher ekelhaft. Oh Mann, oh Mann. Das hätte ich selbst hier von den Viechern nicht gedacht immer. Ganz dezent während des Kampfes, ey. Heilige Axt. Gott sei Dank sind nur die normalen hat. Nämlich die anderen üblen Viecher. Okay, da ist wieder so ein Scheißteil. Ach komm, machen wir eigentlich kein Leben. Die beiden waren ja auch irgendwie down. So, genau. Ich wollte nämlich gerne meine Schilde zurück. Jetzt hier den Schildgenerator nipsen von hier hinten. Jetzt habe ich gehört, hier ist noch irgendwo ein Rachni. Ne, nur ein Kannibale. War eigentlich nur ein Rachni? Säule, wo sind die hin? Schneller tot, als wir gucken konnten. Bei der Göttin, da kommen noch mehr. Weitermachen, Leute! Zwei auf einen Streich oder was war das? Ah, die dachten, die drei auf einen Streich zu machen, aber das geht nicht. Oh, so, komm jetzt, du Scheißvieh. Die halten hier wieder nur einen Schuss hier. Oh, komm schon, das hat doch. Präzision ist ja so eine Sache bei dem Ding. Und ich verreiß auch sowieso mal so leicht, aber hey. So, das dürfte doch wohl gewesen sein. Glaube ich, oder? Das nur bei der falschen Munitionsart. Jetzt kommt erst die richtige drauf. Hat das nicht mitgekriegt? Irgendwie ist doch hier immer noch Actionmusik angesagt. Ah. Die Rachni ziehen sich zurück. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen sie es zu Ende. Oh ja, das werden wir tun. Was sind sie? Die letzte Königin. Wir lauschen den Kindern. Sie sind still. Hol die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend.
Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja. Der schlechte Ton der Maschinen ist überall. Was ist passiert? Ich lasse Sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten, uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren ertränkt. Es ist vorbei. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hierbleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Wir können die nicht sterben lassen. Wir haben die damals schon geholfen und irgendwie fühle ich mich dafür auch ein bisschen der Verantwortung. Ich meine, ne, die letzte und so und überhaupt und... Ach komm, wir helfen dir bei der Flucht. Die Kurgana kommen garantiert schon irgendwie klar. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen Ihnen Zeit. Grunt, zurück zu unserer Position. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Shepard, sind Sie sicher? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit.
Grunt! Hat jemand was zu essen dabei? Trocken wie eh und je. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Shepard, Sie haben es geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Nein, ganz klein. Es war blutig, Rax. Wir hätten Sie brauchen können. Ich war zu sehr mit Reden beschäftigt. Das ist verrückt. Ein Krieg tobt und ich muss den Frieden bewahren. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich Sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Aber sowas von. Ich frage mich, ich glaube aber nicht, dass wir den Grunt mitgenommen haben. Schade. Wäre auch zu spaßig eigentlich, ehrlich gesagt. Okay, Kriegsmaterial. Neue Allianz. Terminusflotte und Rachni-Arbeiter, die haben wir jetzt gekriegt. Das ist aber schon nicht wenig. Allianz. Ach, Alien. Und jetzt Allianz. So. Was haben wir denn hier? Arcturus Division. Und das war's tatsächlich schon. Okay. Bei den Kroganern haben wir jetzt Grunt, Company Aralak, 50 Mann und die erste Kroganer Division. Und wir haben jetzt schon beinahe das Minimum erreicht, was wir brauchen für den gesamten Einsatz. Und uns fehlt, so viel kann ich verraten, noch eine ganze Menge. Ja, wir sind allerdings schon wieder am Ende der Folge angelangt an dieser Stelle. Das ist, mein Gott, die Zeit geht aber heute auch um wie... Ja, ich weiß auch nicht, wie was. Also schon ziemlich verdammt schnell. Wir könnten an der Front sein. Warum lassen Sie uns eine Tür bewachen? Wer soll denn jetzt die Vorschriften brechen? Genug, Leute. Genug. Guck mal ganz kurz, haben wir noch neue Nachrichten gekriegt? Nee, nichts Neues. Okay, dann würde ich sagen, ich mache eine klitzekleine Aufnahmepause. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.